Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Und in den nächsten Minuten wollen wir uns mal dem Thema widmen, was wir schon lange auf der Agenda haben, lange Zeit auch für große Schrecken gesorgt hat. Und das ist die US-Zinsanhebung. Aktuell gibt es klare Worte von der US-Chefin Janet Yellen, von der Chefin der Notenbank. Die sagte nämlich, jetzt wird es langsam mal Zeit. Sie hat sich ja auch lange genug zurückgehalten. Aber die Reaktion am Markt, die blieb aus. Ungewohnt für uns, woran das liegen kann, das besprechen wir jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank. Herzlich willkommen. Ja, schön. Schön hier zu sein. Freut uns ebenfalls. Über Janet Yellen wollen wir uns und natürlich auch über die USA, die Zinsanhebung, die Konjunktur und die Reaktionen bei uns am Markt in den nächsten Minuten unterhalten. Für Frau Yellen, sind es klare Worte gewesen, die sie zuletzt angesprochen hatte, es sei vernünftig, jetzt im Sommer eine vorsichtige Zinsanhebung vorzunehmen. Das hört sich für einen Laien vielleicht erstmal nach viel hätte, wäre, wenn und aber an. Für Frau Yellen sind es aber ganz klare Worte. Aber die Reaktion am Markt, die blieb erstmal gänzlich aus. Können es die Anleger nicht mehr hören und wollen jetzt einfach wissen, okay, dann ist die Zinsanhebung? Bislang war Frau Yellen die Braut, die sich nicht traut, die nicht Ja sagen konnte zur Zinserhöhung. Seit Amtsantritt spricht sie ja von Zinserhöhung. Aber dann diese Kakophonie. Machen wir es? Wann machen wir es? Unter welchen Bedingungen müssen wir es machen? Machen wir es überhaupt noch? Ja, hat die Märkte verunsichert. Mittlerweile sind die Märkte bereit, auch eine leichte Zinserhöhung zu akzeptieren. Nach dem Motto, da ist die Zinskatze endlich aus dem Sack. Da haben wir endlich Klarheit. Und ich denke, es gibt ja zwei Bedingungen. Erstens die Zinserhöhung dann spätestens im Juli. Nicht im Juni, das ist vor der Brexit-Debatte, das brauchen wir dann nicht. Aber im Juli und zweitens, wenn sie dann klar macht, dass die nächsten Zinserhöhungen entweder gar nicht stattfinden, also homöopathisch, so heißt das Wort, dann haben wir keine Probleme mehr an Aktienmärkten. Dann ist der Zinstroll sozusagen weg. Man könnte sogar sagen, vielleicht ist der eine oder andere Anleger bereit zu sagen, naja, vielleicht ist die Konjunktur doch nicht so schlecht, wie sie immer noch gemacht wird. Auch übrigens von mir, von Robert Halver, so toll läuft sie nämlich nicht. Aber da haben wir endlich Klarheit, denn eine Fed muss für Glaubwürdigkeit stehen. Die kann ich sagen, wir wissen es nicht, wir schauen mal, es muss eine klare Ansage sein. Das ist die Mutter aller Notenbanken und die kann sicherlich nicht so schwach auftreten wie seit einiger Zeit. Ich würde es jetzt nicht machen, wenn Sie nicht schon die eine oder andere Phrase angesprochen hätten, aber man kann das so ein bisschen vergleichen mit diesem Märchen, wo das Kind viermal Feuer schreit, beim fünften Mal kam dann niemand. Ist es bei Frau Yellen mit den Zinsen genauso? Ja, ich denke schon. Irgendwann muss man ja auch mal sagen, jetzt ist es auch so und dann glaubt man es ihr nicht mehr. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn sie im Juli sagt, nein, immer noch keine Zinserhöhung, dann zieht sich die Debatte dann noch bis ins nächste Jahr hinein. Das ist grausam. Dann lieber zu sagen, ich lasse doch mal die Katze aus dem Sack, ich mach mal was. Ich gebe dem Markt klare Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. An die Anlegerinnen und Anleger denken, das wäre die Maßnahme schlechthin. Und da wird sich auf einmal ganz klar etwas aufbrechen. Diese Zurückhaltung, die bei Aktien immer noch da ist, die wird dann weichen, weil man sagt, na, jetzt wissen wir Bescheid. Sie macht aber anschließend nur eine sehr schüchterne Zinserhöhungspolitik, wenn überhaupt, vielleicht so schüchtern wie der junge Mann, der bei den künftigen Schwiegereltern um die Hand der Tochter anhält. Wenn es dann genauso ist, dann habe ich keine Sorge mehr und dann kommen die positiven Faktoren, die Fundamentalfaktoren an die Aktienmärkte zurück und dann kriegen wir einen sehr schönen Sommer. Herr Halver, ich sorge jetzt mal dafür, dass meine Eltern diese Sendung nicht schauen. Nicht, dass sie jetzt noch irgendwie denken, dass ein junger Mann an die Tür klopfen würde. Schauen wir uns aber noch mal Frau Yellen etwas näher an, beziehungsweise die US-Konjunktur etwas näher an. Frau Yellen sagt ja immer, sie möchte erst, wenn dieses zarte Pflänzchen der Konjunktur tatsächlich dichte Wurzeln hat, auch agieren. Wartet sie da nicht zu lange? Weil so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Sie hätte schon die Zinserhöhung im letzten Jahr, vielleicht im Jahr davor machen müssen, da wären wir jetzt durch. Aber dieses Zögern ist natürlich immer schwierig. Man wartet dann an diesem Abend, wenn es kommt, man schaut alle auf die Bildschirme, ist was passiert und schon wieder nicht gemacht. Mittlerweile ist die Reaktion an den Börsen sehr, quasi Enttäuschung. Man will es jetzt endlich hören. Man kann warten, bis die Konjunktur besser ist. Ich glaube, entscheidend ist ja jetzt nicht unbedingt zu sagen, die Konjunktur ist jetzt so stark, dass wir eine Zinserhöhung machen müssen. Die ist nicht so stark. Und auch die Weltkultur ist nicht so stark, dass wir Zinserhöhungen bräuchten. Aber zu sagen, ich mache es noch einmal, mit dem Zinssatz kann man leben, das tut keinem dann weh. Wenn gesagt wird, neunmal, das ist die zweite Bedingung, es gibt anschließend eben keine dramatische Zinserhöhungsrunde mehr, dann wären wir eben dann auch durch und dann wären die Märkte auch befreit. Aber jetzt bitte, nach langer Zeit der Unwissenheit des Zinsnebels, bitte den Nebel lichten. Sie sagten gerade, machen wir es noch einmal, einfach damit Klarheit in das ganze Dunkel kommt. Könnte und würde sich Frau Yellen dann nach einer möglichen Zinsanhebung im Juli erstmal noch ganz viel Zeit für einen weiteren Schritt nehmen können? Hätte sie damit so ein bisschen sich freigeschaufelt?
Es gibt ja das Nicht-Einmischungsgebot. Wir haben dann die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfs. Normalerweise macht man da nichts. Das weiß man auch, dass der Kandidat der Republikaner Donald Trump sicherlich nicht der größte Anhänger von Frau Yellen ist und umgekehrt wahrscheinlich genauso. Das wird sie denken, das wird sie offiziell nicht sagen. Also es wäre dann sinnvoll zu sagen, ich mache dann erstmal nichts. Das gäbe ihr Zeit natürlich dann zu sagen, ich weiß dann wirklich, ob die Daten gut oder schlecht sind und muss dann vielleicht wirklich im nächsten Jahr nichts mehr machen oder vielleicht dann noch eine Zinserhöhung. Aber wahrscheinlich, wenn die Daten nicht so rund laufen, dass man was machen müsste. Dann wäre aber für die Märkte klar, jetzt haben wir die Phase eben, wo klar ist, kommt nichts und auch in der Erwartung, dass die Konjunkturdaten national, USA wie auch weltweit nicht so toll sind, wird da nicht mehr viel kommen und dann kann der Markt natürlich nach oben gehen. Darum geht es ja auch, dass einfach diese Zurückhaltung aufgebrochen wird. Wir wissen ja, dass in Amerika liegen etwa 1 Billion US-Dollar bei Pension Funds, bei Pensionskassen, bei Fonds einfach so rum, die abwarten, was passiert denn jetzt? Und wenn dann eben dieser Befreiungsschlag kommt, ja, wenn der Zinsnebel gelichtet ist, wird man sagen, worauf warten wir jetzt eigentlich noch? Jetzt gehen wir auch in die Aktienmärkte rein. Herr Halver, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Das heißt, Donald Trump ist der Kandidat, bei dem sich die Yellen-Braut tatsächlich überhaupt nicht traut. Ja, sie will da nichts machen. Also wenn das Motto ist, mischt sich Frau Yellen in meinen Wahlkampf ein. Normalerweise auch in früheren Wahlkämpfen war es so, dass man im Vorfeld Zinserhöhung, Zinssenkung gemacht hat, um dann eben zu sagen, ich mache jetzt nicht, ich lasse es einfach mal laufen. Das könnte auch die Strategie für Frau Yellen sein. Also Juni jetzt unmittelbar vor der Brexit-Entscheidung macht sie nichts. Im Juli kann sie dann was machen, wenn die Katze aus dem Sack und dann eben bis Anfang des nächsten Jahres nichts mehr in der Hoffnung, dass dann auch die Konjunktur nicht weitere Zinserhöhungen braucht. Sie sagten gerade, die Konjunktur aktuell in den USA sei so, man müsse keine Zinsanhebung machen, könne es aber durchaus vertreten. Jetzt hatten wir beim Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal in den USA 0,8% gesehen. Das war jetzt nicht so schlecht, hätte aber auch besser werden können. Erwarten Sie mehr Schub im zweiten Quartal? Liegt da jetzt der Fokus auf Besserung? Da kommt zwar etwas mehr, aber nicht voll. Nicht rundlaufen. Also es gibt eine wunderbare Grafik, wenn man sieht, dass seit einigen Jahren etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätze in der Industrie abgebaut worden sind, aber 1,5 Millionen Arbeitsplätze als Gärtner, ich will das nicht schlecht machen, toller Beruf, oder als Kellner oder als Barangestellte dazugekommen sind, das sind ja nicht die Jobs, gerade wenn es um Kellnern geht, das habe ich auch mal gemacht im Studium, wo man sagt, hiermit ernähre ich eine Familie, das schafft man sicherlich nicht. Also die Qualität des Arbeitsmarkts ist nicht da. Und auch der industrielle Sektor ist nicht so robust und das Wirtschaftswachstum, das Amerika im Augenblick hat, im Vergleich zu früheren Zyklen, ist das Peanuts. Das sind Peanuts, das muss man ganz klar sehen, weil Amerika auch viel stärker von der weltweiten Konjunktur abhängig ist, die ja gerade in Schwellenländern zwar nicht zusammenbricht, aber die ja auch nicht mehr zweistellig ist. Herr Halver, wenn Frau Yellen sich dann im Juli trauen sollte, dann wäre natürlich das erstmal raus. Welche Themen kämen dann auf den Tisch, auf den Fokus, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt geht's wirklich mal wieder ums Eingemachte? Anlagenotstand, das Geld wird dann angelegt, haben wir das eine. Dann ist da der Euro auch etwas schwächer, auch wenn es nur eine kleine Zinserhöhungsfantasie gibt, aber der Euro ist dann etwas schwächer. Das hilft natürlich gerade den deutschen Aktien. Wenn dann auch das andere große Thema, der Brexit als Kelch an uns vorüberziehen sollte, dann gibt es keinen Grund, warum man Aktienzurückhaltung üben sollte. Dann sollte man eher in die Schwäche hinein kaufen. Auf was macht man dann? Dass uns der Himmel auf die Erde fällt, das wird nicht passieren. Dann muss man definitiv ran. Und wenn auch klar ist, dass die Konjunktur sich insgesamt stabilisiert, was abzusehen ist, nicht epochal, aber zumindest stabilisiert, also die Ängste auch verschiedener nicht mehr da sind, dann muss ich Aktien haben. Und da muss man auch sagen, was ist die Alternative denn? Ja, da wird jeder sagen, ja, das KGV eines deutschen Staatspapiers im Durchschnitt von 1.500 ist ja sowas von günstig. Natürlich ist das unheimlich teuer. Aktienmarkt liegen bei etwa 12. Das ist historisch auch nicht unbedingt günstig, aber im Vergleich sicherlich deutlich günstiger. Und im Vergleich zu Amerika oder Asien ist der deutsche Aktienmarkt günstiger, weil der Brexit ein politisches Handicap bildet, das den DAX zurückhält. Aber wenn das weg ist, in Hoffnung, dass man dann am 23. Juni dann abends sagen kann oder am 24., sie sind bei uns geblieben, die Briten, dann muss man Aktien haben, ganz klar. Herr Halver, was Sie auch sagten gerade ist, wenn diese Schreckensgespenster tatsächlich davongeflogen sind, dann sollte man gerade die Schwäche dazu nutzen, um einzusteigen, um sich richtig zu positionieren. Wie tief könnte denn diese Schwäche gehen, dass man sagt, jetzt geht's wieder aufwärts? Also selbst beim Brexit, denke ich, werden wir 9,5 müsste das Maximale sein. Also, weil logischerweise dann, wenn es passieren sollte, es eine Urlaubssperre bei der EZB und bei der Bank of England gibt, dann wird jeder versuchen, das Wasser, wirklich die Liquidität so in die Märkte reinzuschütten, um das zu stabilisieren. Und es werden ja am selben Tag auch dann Maßnahmen beginnen, wo man sagt, naja, die Briten könnten ja zumindest einen Vertrag mit der EU abschließen wie die Schweiz. Also trotzdem zwar entfernt
verwandt, aber immer noch der Familie angehörend. Wenn man das hinbekommt, wäre es auch dann längerfristig okay. Aber dennoch ist mir am liebsten, sie bleiben bei uns, ja. Es mag nicht das Essen der Briten uns erfreuen, ja, aber lassen Sie bitte bei uns bleiben. England ist auch für das politische den politischen Zusammenhalt, so heißt es, in Europa wichtig, weil die Familie, wenn ihr auseinanderfällt, ist das ein schlechtes Zeichen für andere. Aber nochmal, wenn die Briten bei uns bleiben, muss man Aktien haben. Herr Halber, vielen herzlichen Dank für diesen Gesamtüberblick. Es hat wie immer Spaß gemacht, es war spannend. Auch wenn Sie nicht Fan des britischen Essens sind, wir können ja auch ganz gut Essen machen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und wir haben Ihren Appetit jetzt angeregt. Also seien Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es gibt deutsches Essen.